Ja, ich bin gerade ein bisschen. Ich fühle mich verarscht vom Spiel, Leute. Ich nehme es ganz ehrlich. Ich fühle mich total verarscht vom Spielen. So, da fehlt eine Hand. Um da an die Platte zu kommen. Vielleicht ist die Hand abgefallen, als auch die Wand beschädigt wurde. Okay, und dahinter ist die Platte. Gut. Auf jeden Fall können wir nicht. Turmgarten oder. Na gut, da können wir nicht rein, wie es aussieht. Nein, dann uns fehlen hier noch ein paar Ziffern. Eine haben wir. Ach, die wird natürlich noch automatisch gedreht. Super. Gut, gehen wir in den Turmgarten. Ich fühle mich ja, wie schon gesagt, ziemlich verarscht im Moment von diesem gesamten Spiel. Parabel. Parabel. Die erste von unten. Schön. Wir haben das bestimmt vergessen, die Ene. Kolibri und die Biene. Biene. Jetzt kommt der Kolibri. Nein, der Zahl. Gut. Also, ihr merkt schon, ich bin mittlerweile ziemlich, ja, böse auf das Spiel. Wir müssen uns beeilen, bevor das Monster ganz Montefleur in Schutt und Asche verwandelt. Ja. Rapunzel ist doch jetzt da. Soll sie uns retten? Entschuldigung. Ich muss das Gestrüpp zuschneiden. Sind denn da, Sense? Schön. Wir machen natürlich wie immer alles kaputt. Kann mal gut. Nee? Nee? Na gut. Ja gut. Mach mal erstmal rumgewimmel. Die Sternlaterne. Jetzt musste ich genau gucken. Ist hier schlecht zu sehen? Ist das bei euch auch hier so undeutlich unten zu sehen? Wenn ja, dann liegt's am Spiel. Ansonsten wieder mal nur an meinem Computer. Brauche ich noch? Das da? Und das sieht verdächtig aus. Das könnte man gebrauchen. Das sieht auch so aus. Das kleine Teil dort sehe ich gerade, fehlt noch. Der Bogen hier. Und jetzt fehlt irgendwas Großes, wie es unten aussieht. Und in Wirklichkeit wird es irgendwas Mickriges sein, bestimmt. Irgendwas, was ich schon gesehen habe, wo ich schon vorbeigegangen bin. Und zeig doch. Gut. Sternlaterne, ganz leicht. Können wir mitnehmen. Sieht schön aus, sieht wieder sehr wertvoll im Übrigen aus. Ich finde das immer. Das finde ich halt extrem klasse gemacht, dass alles echt wertvoll aussieht. Ob es das nun im Endeffekt ist, ist natürlich die andere Frage, aber es sieht erstmal alles mordsmäßig wertvoll aus. So, wir gucken mal. Nö. Da ist etwas runtergefallen, das sollte ich mir näher ansehen. Was ist denn das? Was? Okay, Steinziffer 9. Gehen wir einfach mal weiter. Jetzt haben wir die Zahl, jetzt werde ich mich irgendwie nicht mehr groß draußen aufhalten. Ich bin eh schon der Meinung, wieder einiges an Parabeln verpasst zu haben. Und was ist das jetzt? Drück in der richtigen Reihenfolge auf die Mondphasen. Verwende den Hinweis rechts. Okay, 6. Zwei. Hä? Zwei. Die 4 ist voll. Die 1 ist das da. Die 8 ist das da. Die 5 ist das da. Die 3 ist dann das entgegengesetzte. Und die 7 müsste dann eigentlich das da sein. Verbinde die linke und die rechte Sphäre, indem du die richtigen Mondphasen auswählst. Du kannst die oben angezeigt nur eine bestimmte Anzahl jeder Phase benutzen. Was? Ach so. Oh, okay. Was soll ich machen? Das mit dem da verbinden? Verbinde die linke und die rechte. Ach so, okay, gut. Wo fange ich an? Hier? Einmal? Einmal. Einmal quer durch. Ich habe jetzt eigentlich den Rest bloß noch geraten, weil ich habe geguckt, was ich nicht mehr machen kann. Das war wesentlich weniger als das, was ich machen konnte. Damit ihr gleich mal wisst, wie ich das jetzt gelöst habe. Das Böse verdirbt Map mehr und mehr. Wir müssen sie aufhalten, bevor es um sie und uns geschehen ist. Ich wollte das mal anklicken, weil das habe ich vorhin schon gesehen und habe es nicht angeklickt. So. Das dann nehmen wir mit. Kapitel 8. Yeah, meine Maus hat wieder geruckelt. Was haben wir hier? Hat Hubert diese Kunstwerke etwa aus dem Tempel gestohlen? Oh. Ist das? Ist das? Nein.
fehlt was. Was? Was? Eine krumme Feder. Okay, wir haben eine Feder mitgenommen. Ein Wappen fehlt, ein Wappen fehlt, ein Wappen fehlt. Löwenwappen. Kann man das Wappen einfügen? Da? Nee. Hier? Nö. Da? Nö. Hä? 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 Wo will ich den Wappen? Alter, meine Maus. Die regt mich gerade auf. Ein Wappen fehlt, ein Wappen fehlt. Ja, wo fehlt denn das Wappen? Ich habe ein Wappen. Da, warte. Moment, da. Da im Gesicht. Also meine Maus, ihr merkt das gerade, die spinnt gerade rum wie Sau. Das ist das, was ich, glaube ich, schon mal irgendwann erwähnt hatte. Dass meine Maus in letzter Zeit rumspinnt, wo sie nur kann. Ja, der Kolibri. Fehlt eine Scheibe. Nee, warte. Nö, Gott, dann nicht. Ich hab's versucht. Was ist da oben? Detective, oh. Wait! Oh, Alter. Sorry, aber erschreck mich nicht so. We'll need a powerful artifact to counteract Mab's hourglass. The Sandman scrolls I read revealed one such artifact. Do you know the legend of the Moon Goddess? She descended to Earth to battle a great evil before returning to the moon. Wie alle. Alle wollen gegen was Böses kämpfen und verfallen dem dann entweder. Oder die ausgewählt haben als Mitstreiter oder wie man das nennt, verfallen dem Bösen. Irgendwer immer. Before leaving, she left behind several artifacts, so Earth's inhabitants could fight back if evil returned. Maybe we can find them. Hat aber eins in der Hand? Kann das sein? Nee, nur eine Mondsichel. Ich muss eine der Waffen finden, die die Mondgöttin zurückließ. Nur wo beginne ich mit der Suche? Ohne eine magische Waffe der Mondgöttin haben wir keine Chance gegen Map. Hm. Hä? Hm. Inventarschloss öffnen, Inventarschloss einrasten. Hä? Habe ich übrigens noch nie begriffen. Das ging in allen Dark Power-Bits teilen, glaube ich, oder in fast allen. Jedenfalls in vielen. So, setzen wir jetzt endlich mal den Kolibri ein, auch wenn Kolibri nicht in einem Vogelhaus wohnt. Ein Emblem der Göttin haben wir gekriegt. Ich bin an manchen Stellen echt ein bisschen überfordert. So, jetzt haben wir das aber. Fehlt uns trotzdem noch das. Jetzt brauchen wir denn eine krumme Feder. Eine krumme Feder. Ja. Krumme Feder bitte. Dafür? Ah. Gut, können wir gleich nochmal zurücklaufen. Hätte ich gleich mit einsammeln können. So, Hand und... Was ist das? Pfeile? Gesegnete Pfeile. Oh, wir können natürlich gleich wieder daneben rumwimmeln. Nach dem Pfauen-Emblem. Okay, ein Pfauen-Emblem. Also alles, was bunt ist und kunterbunt. Könnte man ja mal versuchen mitzunehmen. Also ich fühle mich extrem von dem Spiel verarscht. Das muss ich jetzt wirklich... Ey, ich muss das nochmal ganz direkt ansprechen. Ich finde das echt für einen Arsch. Da wimmelst du dich überall durch. Denkst ja nur die Rotkäppchen halt und das Biest und dann taucht da Rapunzel auf und singt dem Biest was und zack, sind wir erstmal gerettet. Und dann Ruß, woher kennen sie dies denn bitte? Woher kennen die sich? Ich will Erklärungen. Ich will nicht immer nur dastehen, ja gut, ist halt so, nee, ich will auch Erklärungen dazu. Gut, was haben wir denn hier jetzt noch? Die runde Scheibe stimmt für drinnen. Die Marmorscheibe, das Faun-Emblem braucht man hier, oder? Nee, hier war die Göttin. Sehr geil. Süß. Dem fehlt ein Arm. Oh nein, dem fehlt was. Oh nein. Können wir jetzt? Wo fehlen denn diese Wappen, verdammte Scheiße?
Ich sehe nirgendwo, wo die Wappen fehlen könnten. Das ist mir zu hoch. Ganz ehrlich, das ist mir einfach zu hoch, Leute, das mit den Wappen. Was? Quaste? Was? Wie bitte? Kommt sie hier ran? Nö. Ich will dort alles reinmachen, was ich habe gerade. Ich habe gerade das große Bedürfnis, hier alles ranzuklatschen, was ich habe, ehrlich gesagt, weil ich das mit dem Wappen nicht verstehe. Eine Quaste? Wieder aufgemacht, ne? Eine Quaste? Eine Quaste gehört auch, wenn ich mich recht entsinne, an einen Vorhang. An sowas. Nein? Nein? Na gut, dann nicht. Haben wir hier oben denn noch was zu erledigen? Ich kann mich nicht entsinnen, dass wir hier noch was hatten. Wir hatten doch hier alles erledigt. Nee, da kann man nur noch mal lesen. Nee, hier oben hatten wir alles erledigt. Hier können wir... Doch, da können wir noch lang. Ach! Was ist denn das hier? Warum leuchtet das so? Und ich kann es nicht anklicken. Generell war... Hä? Hat der vorhin? Der hat doch vorhin nicht so geleuchtet. Oh Gott, das Spiel, das macht mir Angst. Das Spiel macht mir gerade ein bisschen Angst, ganz ehrlich. Es ist mordsverwirrend an manchen Stellen. Und irreführend, dolle irreführend, wenn ich ehrlich bin. Ich suche jetzt alles ab. Ich gucke nochmal überall rein. Ich dachte anfangs auch, dass man hier hinten lang kann irgendwie, aber ja, kann man ja da nicht. Wozu brauchen wir die Quaste? Nee. Gut. Ach Mensch, immer das mit dem Inventar, ich verstehe das nicht. Kann man da nichts rausnehmen oder so? Gut, Quaste. Jetzt haben wir eine Quaste gekriegt auf fast schon, also es war eigentlich auf magische Art und Weise. Ja, hier können wir auch nichts mehr machen. Man kann halt nicht immer recht haben, ja. Aber voreilig. Ein Wappen fehlt. Für alle fehlt ein Wappen. Was fehlt denn hier? Ein Emblem der Felder scheint hier zu fehlen. Nur eins dieses Mal, okay. Nö, nö. Nö. Nö, 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 nö. Ja, so ist man dann doch mal überfragt. Goldener Mond. Löwinnen. Ein Löwinnenwappen. Aha. Und jetzt? Das ist eine Büste Adelis, Eriks Mutter. Sie hat ein sanftes Gesicht.